Münster, 17 Grad, 9.15 Uhr. Wir sind Mia, Alma und Till. Und wir sind heute als Reporter für euch auf dem Katholikentag unterwegs. Waren Sie als Kind früher auch als Sternsänger aktiv? Als Kind noch nicht. Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Als ich Kind war, gab es in meiner Pfarrei noch keine Sternsängeraktion. Aber als ich Kaplan wurde, das war 1973, in allen Pfarreien, wo ich war, haben wir also Sternsängeraktionen gehabt. Deshalb kann ich auch das Lied. Wir kommen daher aus dem Morgenland. Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. Wie war es so, gerade auf der Bühne zu stehen? Ich fand es ein sehr schönes Erlebnis. Und ich war auch sehr aufgeregt, aber sonst ja, schön. Was ist denn dein Lieblingssternsingerlied? Also mein Lieblingssternsingerlied ist Stern über Bethlehem. Wie ist das denn so als Kinderpräsident? Ja, im Moment ist es ganz toll, weil wir hier unglaublich viele Veranstaltungen haben vom Kindermissionswerk und viele Leute da sind, viele Sternsinger und viele, die Sternsinger unterstützen. Das ist die Aktion Leben retten von uns, von den Sternsingern, bei der über 20.000 Kinder aus ganz Deutschland in ihren Gemeinden diese Planken gestaltet haben, auf denen sie ihre Botschaften und Wünsche und ihre Meinungen zum Thema Flucht und ihre Wünsche für die flüchtenden Menschen aufgeschrieben haben und aufgemalt haben. Wie finden Sie diese Ausstellung? Finden Sie es eher toll oder blöd? Es ist eine ausgesprochen tolle Idee, weil ich sehe, wenn die Kinder Politiker wären, dann wäre es in dieser Welt viel besser. Wie ihr seht, sind wir jetzt am Ausgang. Das bedeutet, dass wir jetzt unser Interview mit Leslie Clio haben. Hast du jetzt Lampenfieber vor deinem Auftritt? Nein. Ich bin heute ein bisschen krank, deswegen mache ich eigentlich nicht so viel. Und freue mich eigentlich immer. Für mich ist auf der Bühne stehen eher so ein bisschen so wie nach Hause kommen. Also ein bisschen so eine Erleichterung. Würden Sie mit uns ein Sternsingerlied singen? Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Wir fanden das Interview mit Leslie mega cool und ja. Ich fand cool, dass sie mit uns nachher noch gesungen hat. Ich fand vor allem auch noch cool, dass Leslie einfach so locker geblieben ist. So, das war's. Wir verabschieden uns für heute vom Katholikentag und sagen Tschüss!